Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Schau nicht auf das Sichtbare, schau auf das, was Gott dir versprochen hat. Spreche Worte des Glaubens aus. Spreche, ich bin gesegnet, ich bin berufen, ich bin befreit. Das Tauschmittel ist Glaube. Herr, ich komme zu dir. Ich weiß, da ist das, was ich jetzt brauche. Greif zu. Greif zu, das ist das Thema heute. Und wenn ich nicht wüsste, dass wir uns als Christen hier versammeln, dann würde ich da vorsichtig sein mit greif zu. Das ist wie wenn es zu deinem Hund sagt, fass. Das meine ich aber nicht, sondern das Zugreifen im biblischen Sinne. Und in Johannes 19, Vers 30 heißt es, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Was ist vollbracht für dich? Der Sieg Jesu. Jesus hat, wo er kurz bevor er starb, gesagt, es ist vollbracht. Und es ist vollbracht, ihr Lieben, er hat den Preis für dich bezahlt, für alles, was du falsch gemacht hast. Ist jemand da, der noch nie was falsch gemacht hat? Okay, also für alles, auch für Sünde, für all den Mist, den wir in der Vergangenheit gemacht haben, er hat für dich persönlich bezahlt. Nicht pauschal für die ganze Menschheit, sondern für dich persönlich. Und du darfst es persönlich annehmen. Du hast eine persönliche Errettung. Ist das nicht wunderbar? Dir fehlt nichts. Dann sagst du, oh nee, ich bin extra heute hierher gekommen, weil mir was fehlt. Ja, das ist das, was ich dir rüberbringen möchte. Es fehlt dir nichts, weil im Himmel ist alles, was du brauchst, vorhanden. Jetzt dreht es, wie können wir das holen und ob wir das holen. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen aus Lukas 14, Vers 17 beginnend. Da hat Jesus ein Gleichnis gesagt. Als alles fertig war, schickte er seine Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht. Ich habe mir 5 gespanne Ochsen angeschafft, die muss ich mir jetzt genauer anschauen. Ein dritter entschuldigte sich, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Ja, die Frage ist an dich. Was für eine Entschuldigung hast du, um zur Herrlichkeit Gottes zu kommen, um Gott zu erleben? Ich habe das, ich habe jenes. Es gibt tausende Leute, die heute eine Entschuldigung haben, hierher zu kommen, dass sie nicht gekommen sind. Ja, wie oft haben wir doch solche Entschuldigungen, wo wir sagen, ja, es geht jetzt wirklich nicht. Ich meine nicht im normalen Leben, sondern wenn wir zu Gott kommen und er ruft dich und er sagt, komm, und du sagst, nee, also jetzt gerade nicht, jetzt total ungünstig, jetzt gerade nicht. Ja, du entscheidest, ob du hingehst. Du hast selbst entschieden heute, dass du heute hier bist. Und das hast du selbst getan. Er hat alles für dich bereitgestellt. Wir haben hier Beispiele und haben das extra in solche Taschen rein oder raufgeschrieben, dass du dir es auch bildlich vorstellen kannst. Er hat alles für dich bereitgestellt. Hol es dir ab. Er hat, als er gesagt hat, es ist vollbracht,
war, und nach der Auferstehung selbstverständlich, war alles da und ist alles da. Es fehlt nichts. Wer glaubt das? Okay, also ihr habt schon mal die Bibel gelesen. Ja, es gibt dort Segen, wo dein Name draufsteht. Es gibt dort Rettung, wo dein Name draufsteht. Es gibt dort Heilung, wo dein Name draufsteht. Es gibt nicht alles irgendwo nur einmal und du musst sagen, ich muss das ganz schnell holen. Nein, es ist für jeden da. Es gibt Geborgenheit, wo dein Name draufsteht. Es gibt Liebe, wo dein Name draufsteht. Es gibt Förderung, wo dein Name draufsteht. Es gibt Arbeitsstellen, wo dein Name draufsteht. Und so weiter. Das kannst du unendlich sagen. Es ist alles da. Die Frage ist, wann holst du es dir ab? Und du hast heute eine Möglichkeit. Und ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe euch dieses Bild mitgebracht. Und zwar, wir waren in Südafrika bei unserer Sozialarbeit Pop-up von Alan Blatts Gemeinde. Und Alan Blatt hat jemand in der Gemeinde. Derjenige ist ein Manager einer großen Milchfirma. Und der hat zu Alan gesagt, wenn die Leute aus Deutschland kommen, die können bei mir wohnen und können sich da wohl machen. Es war richtig schön dort. Und die haben uns abends gesagt, unser Kühlschrank gehört euch, holt euch, was ihr wollt, wenn ihr frühstücken wollt, wenn ihr was trinken wollt, bedient euch, was immer ihr auch wollt. Und wisst ihr, das sind wir in Deutschland nicht so gewohnt, wenn man wo zu Besuch kommt. Und morgens sind wir aufgestanden und normalerweise geht man dann in das Esszimmer oder in die Küche und denkt, hier ist alles gedeckt und der Toaster läuft und tralala. Und es war nichts da. Und wir müssen so komisch geguckt haben, als wir aus unserem Zimmer rauskamen, wo sie, die Leute haben gesagt, habt ihr noch nicht gefrühstückt? Dann denke ich, was ist das eine Frage? Ja, wir haben euch gestern gesagt, alles, was in unserem Kühlschrank ist, gehört euch, bedient euch. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben das Geschirr geholt, sind im Kühlschrank hin, haben uns Käse rausgeholt und haben uns einen Joghurt rausgeholt und Orangensaft. Und alles war für uns, es war für die Leute selbstverständlich, wenn wir Gäste haben, alles gehört denen. Und ihr Lieben, so ist es eigentlich in der Herrlichkeit. Der Herr sagt, ist nicht ein Kühlschrank, den er hat, sondern einen reich gedeckten Tisch. Nimm, alles gehört dir. Und wir sind manchmal solche Frühstücksleute, wo sagen, Herr, ich hätte gern so ein Frühstücksei oder ein Rührei und dann hätte ich noch einen Toast und ein bisschen irgendwas Speck oder was auch immer. Und so sind wir unterwegs und sei heute nicht so auch hier unterwegs. Herr, ich hätte gerne Heilung und dann hätte ich noch gerne einen Segen, dass ich mit meiner Frau besser verstehe und so weiter. Und er sagt, komm und hol dir, was du brauchst. Und da müssen wir was tun, ihr Lieben. Und ein Schlüssel, da komme ich gleich später noch drauf dazu, ist auch Glaube. Nicht einfach Herr, mach. Hol dir, was dir gehört. Wir leben in dem Haushalt Gottes. Wer gehört zum Haushalt Gottes? Ist hier, ja, wir sind in diesem Haushalt Gottes und nicht irgendwelche Erdenbürger, die einmal sich sehnen in den Himmel, entrückt zu werden oder wie auch immer. Glaubst du, dass alles dir gehört? Okay, 3,5 Leute. Ja, ihr Lieben, da gibt es Gunst, wo dein Name draufsteht. Was ist das? Gunst, wisst ihr, Gunst? Irgendwie etwas, wo man sich freut, wo man gesagt, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und das gibt es auch. In Jeremia 1, Vers 5 heißt es, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich in Mutterleib gebildet und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Wow, sagst du, naja, um mir allein zu dienen, möchte ja noch was anderes machen auf dieser Erde, wie nur Gott zu dienen. Nein, ihr Lieben, wir sollen mit ihm leben.
mit ihm leben, wie wir in unseren Familien leben. Und so sollen wir mit Gott leben. Und er nennt uns auch, dass wir ein Meisterstück, wir sind ein Meisterstück des Schöpfers. Und nochmal, wer ist ein Meisterstück? Hier, gibt es solche Meisterstücke? Ja, du kannst links und rechts mal schauen, da sitzen auch welche Meisterstücke. Und das sagst du vielleicht, oh ja, auch der. Ja. Oder sagst du, ich fühle mich gar nicht als Meisterstück. Ich sage dir, dann hast du irgendwas falsch verstanden in der Bibel. Das heißt nicht, dass du, wenn du ein Meisterstück bist, dass alles irgendwo geflogen kommt. Nein, wir leben auf dieser Erde, wir haben Herausforderungen und du fühlst dich vielleicht trotzdem nicht so. Glaubst du oder blickst du auf das Sichtbare? Und seit der Pandemie stelle ich fest, dass die Christen immer mehr auf das Sichtbare schauen als auf das Unsichtbare. Obwohl in der unsichtbaren Welt, in der geistigen unsichtbaren Welt Gottes viel mehr für dich bereit ist als in der sichtbaren. Und oftmals blicken wir auf die sichtbare Welt, da gibt es die Unmöglichkeiten, wo wir sagen, oh nee, kann ich mir nicht vorstellen. Selbst Gott, gibt es den Slogan, der sehr gefährlich ist, selbst Gott kann mir das nicht beschaffen und jenes nicht beschaffen. Und dann kriegen wir Zeugnisse, ihr habt für eine Arbeitsstelle gebetet, ich bin 63 und habe noch eine tolle Arbeitsstelle bekommen. Oder solche Dinge, ihr Lieben. Schau nicht auf das Sichtbare, schau auf das, was Gott dir versprochen hat. Und es gibt einen Unterschied zwischen denen, die glauben und denen, die nicht glauben. Das ist nicht ein schöner Slogan von mir, sondern das steht in der Bibel. Spreche Worte des Glaubens aus. Spreche, ich bin gesegnet, ich bin berufen, ich bin befreit. Nicht, ich hätte gerne. Und Herr, mach doch, und es wäre so schön, wenn du nur könntest und so weiter. Nein, er hat es vollbracht, es steht dir zur Verfügung. Du kannst aber dich selbst entscheiden, ich möchte gebunden bleiben, ich möchte im Sumpf bleiben, oder du kannst dich entscheiden, ich möchte hier raus. Und Gott kommt jetzt nicht irgendwo vorbei bei dir und sagt, jetzt ziehe ich dich mal raus, weil so, dass ich kann es nicht mehr ansehen. Wisst ihr, so geht man ja als den kleinen Kinder. Ich kann es nicht mehr ansehen, immer in den Pfützen. Jetzt komm mal raus. Und wisst ihr, die Kinder sehen es gar nicht ein. Die blockieren dann und du ziehst sie mit radierenden Schuhen raus aus dem Dreck und sagst, was ist das? Ich will wieder dorthin, das schön zu spielen. Ja? Und so sind wir doch auch oftmals unterwegs. Und es ist aber so, du bist nicht der Schwanz, sondern der Kopf. Und das steht auch in der Bibel. Lebe, handle, denke aus der Perspektive des vollbrachten Segens für dich persönlich. Er hat alles für dich getan, alles. Durch dein Reden, durch dein Denken setzt du etwas in Bewegung. Du kannst Schlechtes in Bewegung setzen durch dein Reden. Und du kannst Gutes in Bewegung setzen. Es liegt in deinem Mund. Die Entscheidung, was kommt, liegt in deinem Mund. Und rede nicht den ganzen negativen Schrott dieser Welt nach und sagst, ach, noch Dings wird untergehen und was auch immer, was es so heißt, ja, es wird ein Blackout kommen und wir werden kein Wasser mehr haben, wir werden das und jenes, was so in den Medien drin ist. Ich sag dir, das ist das, was die Welt erahnt und es sieht ja nicht toll aus, aber für dich ist es, und wenn ein Blackout kommt, mit meinem Gott gibt es Lösungen. Es gibt Lösungen für mich. Und wenn irgendwo der Strom ausgeht, es gibt Lösungen für mich. Wisst ihr, wir leben auf dieser Welt, wir können uns da nicht distanzieren. Ja, mich geht das gar nichts an. Nein, das nicht. Aber Gott hat Lösungen für dich, auch für diese Zeit. Auch wenn du Angst und Furcht hast, Gott hat Lösungen für dich. Und rede nicht dein Unglück in Existenz. Du bist geschaffen, um mit dem Sieg Jesu in deinem Leben zu regieren. Mit dem Sieg regieren. Und das ist was Wunderbares. Hol dir, was dir schon lange gehört. Der Sieg trägt deinen Namen.
Der Sieg trägt deinen Namen. Und ihr Lieben, und dieser Sieg, ich sag dir, ist stellvertretend. Ich habe es euch in einem Bild dargestellt. Du hast nicht gesiegt, aber Jesus hat für dich stellvertretend gesiegt. Und wenn jemand für uns gesiegt hat, ist es auch mein Sieg. Und ich sage dir, du hast die Aufgabe, in diesem Sieg über deinem Leben zu regieren. Wenn der Teufel kommt oder Anfechtungen kommen, darfst du sagen, im Namen Jesu, der den Sieg errungen hat, weiche. Krankheit, Schmerzen, verschwinde, dürfen wir sagen. Bete nicht aus der Sicht, was Jesus noch alles für dich tun muss. Es ist da. Bete nicht aus dieser Sicht, oh Herr Jesus, wenn du nur helfen könntest, wenn du nur heilen könntest und mach mir doch bitte und bitte und bitte. Nein, nimm es in Besitz. Lebe drin. Und oftmals müssen wir den Schritt machen, eine Entscheidung, ich will jetzt frei werden. Ich will jetzt gesund werden. Und dann handeln wir ganz anders wie, Herr, wenn du willst. Wenn du willst, dann lass mich jetzt gesund sein. Der Herr will. Der Herr will. Aber nimm es in Besitz. Und ihr kennt, die meisten kennen die Geschichte vom Missionswerk. Und es war sehr oft so, als wir vor neuen Sachen standen, dann war es immer so, wir hatten nicht die Mittel und wir wussten genau, das brauchen wir aber und das muss sein. Und dann haben wir einen Schritt getan, haben gesagt, jetzt machen wir den Schritt, bestellen was oder was auch immer. Und dann kam das Nächste. Und ihr Lieben, den Schritt zu tun, im Glauben vorwärts zu gehen, ich möchte nicht sagen, dass wir die größten Helden sind, aber euch das Beispiel nennen. Danke Gott für das, was er für dich bereitgestellt hat. Danke ihm für das, was er für dich bereitgestellt hat. Gott sagte zu den Israeliten, wie lange wollt ihr noch warten, das Land einzunehmen, das ich euch gegeben habe? Ist das vielleicht auch eine Ansage an dich heute? Wie lange willst du noch warten, das zu nehmen, das er für dich bereitgestellt hat? Wie lange, wo du vielleicht betest, oh Herr, oh und oh und oh, und er sagt, da ist es, nimm es, greife zu im Glauben, lebe im Glauben darin. Und oftmals, wenn wir im Glauben es erfassen, sehen wir es in der Realität. 1. Mose 17,2, da heißt es, 20 Jahre bevor Abraham Isaak bekam, sagte Gott, ich habe dich gemacht als Vater der Nation. Das heißt nicht, ich mache dich zu Vater der Nation, sondern 20 Jahre bevor Isaak kam, heißt es in der Bibel, ich habe dich gemacht als Vater der Nationen. Was hat Gott aus dir gemacht, dass du noch nicht siehst? Dass du gehen sollst oder vielleicht noch ein bisschen, dauert es vielleicht noch ein bisschen, dass die Zeit und Stunde kommt, aber was Gott versprochen hat, wird geschehen. Auch in deinem Leben. Es wird geschehen. In 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn alle Zusagen Gottes erfüllten sich in ihm. Alle Zusagen, nicht die meisten, sondern alle. Nicht ich weiß, Gott kann, das sind ja, ich glaube, das sind wir alle klar. Gott kann an mir alles tun. Gott ist der Große und ja, nicht Gott kann, sondern Gott tut. Ich sage dir, wir können viel Gott zutrauen, aber glaube, dass er es auch tut. So vieles Gutes von Gott hat deinen Namen drauf. Hol es dir in den sichtbaren Bereich hinein. Träume, auf denen dein Name steht. Ach ja, ich sag dir, Gott liebt es, wenn wir groß träumen. Gott hat dich geschaffen, um zu wachsen. Jeden Tag Neues. Jeden Tag Neues. Wenn du sagst, ja, ich habe meinen Frieden wiedergefunden. Ja, das ist nicht alles. Er gibt dir noch viel, viel mehr. Durchbrich deine Umstände, deine Begrenzungen. Schaffe Platz für das Neue. Auch in dieser Zeit, wo Neues, ja, vieles ist neu, aber nicht alles Neue ist gut. Aber das, was von Gott kommt, ist gut.
Schaffe Platz für Neues, das Gott in dir oder mit dir tun möchte. Fange an zu glauben und Türen werden sich öffnen. Glaubst du das? In Markus 9, Vers 23 heißt es, wenn ich kann, fragte Jesus zurück, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und das sagt er auch heute zu dir. Alles ist möglich. Der eine hat gesagt, wenn du kannst, ja. Und Gott sagt, wenn ich kann, alles ist möglich dem, der da glaubt. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Ja, wenn du einkaufen gehst, nimm mal das als Beispiel, als Glaube. Du fährst zur Tankstelle, du hast Vertrauen, dass du Benzin bekommst oder Diesel. Du fährst dorthin, du weißt, du hast Vertrauen, dass wenn du den Zapfhahn nimmst und in deinen Tank tust, dass da Benzin kommt. Ich glaube, das haben wir alle und du weißt, dass man danach schönartig zahlt. Das Tauschmittel. Und ich sage dir, es ist genauso, wenn wir zu Gott kommen. Das Tauschmittel ist Glaube. Herr, ich komme zu dir. Ich weiß, da ist das, was ich jetzt brauche. Das ist da, obwohl du es noch nicht siehst. Wie gesagt, wenn du in eine Tankstelle reinfährst, dann siehst du auch nicht das Benzin, da ist nicht ein durchsichtiges Benzinfass, wo du sagst, boah, guck, von dem hole ich mir, sondern Stück für Stück ist es Glaube. Und wer hat Glauben, dass wenn er mit dem Auto später nach Hause fährt, dass wenn du auf das mittlere Pedal drückst, sofern du einen Schaltwagen hast, auf das mittlere, dass das bremst? Keiner von uns, glaube ich, hat groß Ahnung von Bremsen, dass die Bremsen und wie die funktionieren und ob da genügend Flüssigkeit und alles drin ist. Nein, wir glauben, dass wenn wir draufdrücken, dass es funktioniert. Wir glauben an so viele Sachen, aber wenn wir in den göttlichen Bereich kommen, dann auf einmal, ich sehe nichts, es wird alles schlimmer. Glaube verbindet dich mit deinem Schöpfer. Gott, du bist größer als deine Krankheit. Gott, du kannst, was die Medizin nicht kann, ist das deine Aussage? In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Wow. Die Währung des Himmels ist Glaube. Glaube setzt das Göttliche bei dir frei und tausche Glauben in das Sichtbare um. Da kannst du heute mit anfangen. Hol dir das, worauf dein Name steht. Freude, Frieden, Glück, alles Mögliche, Heilung und so weiter. Oder vielleicht auch wünschst du dir Kinder und kannst keine bekommen. Gott muss nichts mehr erschaffen für dich. Er hat es mit Jesus am Kreuz für dich bereitgestellt. Glaubst du das? Und ich sage dir, komm in die Fülle deiner Bestimmung. Komm in die Fülle deiner Bestimmung. Und ich möchte jetzt eigentlich euch mal so ein bisschen demonstrieren. Wenn ich jetzt hier bin und sage, wow, was gibt es alles in der Herrlichkeit? Ja, was haben wir hier? Ja, Kreativität, ja, hier steht es größer drauf, ja, Kreativität, ja, das ist gut, ja, Kreativität und ja, Gelassenheit, oh, wisst ihr, der schöne Sessel zu Hause, Gelassenheit, Hoffnung brauchen wir sowieso und Freude und gut, ja, Frieden, ja, okay, ja, und so darfst du nach Hause gehen und sagst, ich habe mir das abgeholt. Ich habe mir das abgeholt und danke, dass ich in dem leben darf. Danke, Herr, dass du mir alles dieses gibst. Und wisst ihr, das bleibt stehen zum Holen. Und der Herr sagt, hol's doch, tu es doch. Und das rate ich euch auch heute. Geht hin und holt das, was ihr braucht.
hol das im Gebet, im Glauben und sagst, naja, jetzt hat es 30 Jahre nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute, ich weiß nicht, ich habe schon aufgegeben. Hauptsache, mir geht es einigermaßen. Ich sag dir, hol das. Und so mancher wird sagen, ja, das Wunder nehme ich doch noch mit. Ja, ihr Lieben, es geht eigentlich ganz einfach. Und es ist wichtig, dass wir anfangen, wirklich zu glauben, dass das, was er für uns bereitgestellt hat, dass es für uns da ist. Amen. Amen. Gib Gott die Ehre.